Tag 1 nach dem ersten Pflichtspielsieg der Eisernen in dieser Saison. Nach dem 3:0 gegen den SC Paderborn ausgelassene Stimmung bei der Mannschaft von Uwe Neuhaus, der aber trotzdem noch die bittere Niederlage bei Regionalligist Rot-Weiß Essen aus der Vorwoche im Hinterkopf hatte. Natürlich schmerzt das Pokal aus, richtig, das muss ich zugeben. Das wird auch noch wochenlang in mir drinstecken. Das lässt sich nicht so einfach vergessen lassen. Zumindest den Start in die Zweitligasaison konnte man nun freundlicher gestalten. Maßgeblichen Anteil hatte Shootingstar und Doppeltorschütze Christopher Quiri. Ja, natürlich ein schönes Gefühl, wenn man 2 Tore schießt und dann auch gewinnt. Ja, besser kann es sich laufen. Und auch sein Trainer fand für den 20-Jährigen nur lobende Worte. Ein Durchbruch hat er eigentlich letzte Saison in den letzten 6 Spielen geschafft. Da hat er die Basis gelegt und er hat weiter auf dem gleichen Level gearbeitet, hat in den Spielen auch immer diese Leistung weiterhin gezeigt und er hat selbst in der Hand, mit seinen eigenen Leistungen auch in Zukunft in der Mannschaft zu bleiben. Neben Quiring überzeugte auch Debütant Kilian Pruschke im Tor. Der 18-Jährige meisterte die Herausforderung bravourös. Ja, hat nicht allzu viel drauf bekommen, das ist klar, aber trotzdem mit einer gewissen Souveränität und auch Ruhe, die viele ihm sicherlich nicht zugetraut hätten, seine Aufgaben erledigt und ja, jetzt einen Anteil daran, aber ich glaube, dass er die Mannschaft auch nicht nervös gemacht hat. Er hat durch seine Art und Weise, wie er das Spiel angegangen ist, hat er dazu beigetragen, dass wir auch defensiv gut und stabil standen. Und so geht der Blick der Köpenicker jetzt optimistisch Richtung Ostderby am nächsten Freitag. Ziel ist halt der Sieg, also was anderes zählt halt nicht, gerade bei dem Duell. Ja, unabhängig vom Gegner, wir wollen eigentlich jedes Spiel gewinnen. Also deswegen, aber heute genießen wir erstmal Paderborn noch und dann konzentrieren wir uns auf Dresden und bereiten uns auch dementsprechend vor. Vorm Duell der Eisernen mit Dynamo Dresden blicken wir zurück auf die unschönen Ereignisse bei den Berliner Dynamos.